Hallo Kameramagier, in diesem Tutorial zeige ich dir, wie du deine 3D-Modelle oder andere Leute 3D-Modelle in Fusion reinbekommst. Das heißt, falls du irgendwie Raumschiffe fliegen lassen willst, dann ist das Tutorial, was du dir anschauen solltest. Und falls du noch gar nicht mit 3D gearbeitet hast in Fusion, dann solltest du dir die letzten Tutorials angucken, die du da oben in der Ecke findest. Okay, also lass uns loslegen. Und im nächsten Video zeige ich dir, wie man dann Shader anwendet. Okay, also auf geht's. Okay, wenn du konkrete Footage hast, auf die du das Ganze setzen willst, dann klickst du mit Rechtsklick auf die Footage und machst einen New Fusion Clip. So, ich würde allerdings in meinem Fall erstmal mit einer Fusion Composition starten. Also aus meiner Effect Library ziehe ich mir eine Fusion Composition rein. Dann gehe ich in Fusion hinein und jetzt möchte ich zuallererst mein 3D-Modell importieren. Dazu gibt es in Fusion mehrere Möglichkeiten. Und das hängt so ein bisschen ab, in was für einem Dateiformat dein 3D-Modell vorliegt. Wenn du dir mit Shift Space deine Suchbar raussuchst und einmal Mesh eingibst, dann findest du zwei, und zwar Alembic Mesh und FBX Mesh. Es kommt so ein bisschen drauf an, in was für ein Dateiformat dein 3D-Modell vorliegt. Ich gehe in meinem Fall mit dem FBX-Mesh, weil das FBX-Mesh kann nicht nur Alembic-Files lesen, sondern auch OBJs. Ich klicke hier auf Add und du siehst, er hat mir hier eine FBX-Mesh-Node reingelegt und fragt mich, wo mein 3D-Modell liegt. Dann navigiere ich dahin und importiere das. Ich habe mir hier ein Raumschiff von Dennis Haupt runtergeladen. Link dazu ist unten in der Beschreibung, falls du mitmachen möchtest. Okay, und die Textures für das Ding habe ich mir runtergeladen, was ganz wichtig ist, um dem Ganzen die richtige Farbe zu geben. Okay, das OBJ-File klicke ich an und klicke hier auf Öffnen. Und wenn ich das jetzt mir in den Viewer ziehe, dann wirst du höchstwahrscheinlich erstmal alles weiß sehen. Und das liegt daran, dass Größenverhältnisse in Fusion teilweise echt komisch sind. Und deswegen klicke ich hier auf den dritten Tab, den Transform Tab, und kann mir hier die Size runternehmen, also die Größe. Und wenn ich mir das mal angucken will, nicht nur mit der Outline, dann klicke ich hier oben im Viewer von Solid auf Lights and Shadows und dann sehe ich schon mal, wie das ganze Ding aussehen soll. Das Ding ist, dieser Alembic und FBX Importer, diese Nodes, sind super, wenn du halt nur ein Modell hast, was nicht animiert ist. Falls du ein Modell hast, wo noch irgendwas sich dran drehen soll, wie zum Beispiel bei einem Hubschrauber, dann würde ich dir diese Art des Imports nicht raten, weil es importiert keine Animationsdaten. Und wir gucken uns gleich jetzt noch eine zweite Möglichkeit an, wie du das Ganze besser importieren kannst. Also, ich lösche mir hier jetzt meinen Mesh und suche mir hier oben über Fusion Import. Und dann haben wir hier FBX Scene und Alembic Scene. Das sind ganze Szenen, die vielleicht von deinem 3D-Artist kommen oder in einem Pack, was du dir for free runtergeladen hast. Okay, dann klicke ich hier auf FBX Scene und jetzt fragt er mich genau dasselbe, was er mich vorhin schon gefragt hat. Und ich navigiere zu meinem Intergalactic Spaceship und klicke hier auf Öffnen. Bam. Jetzt fragt er mich ab, ob ich Kameras, Animationen und so weiter importieren möchte. Das ist zum Beispiel super cool, falls du in Blender etwas 3D getrackt hast und so weiter. Jo, das importieren wir und dann gibt uns DaVinci Resolve folgende Kette. Und das, was du hier siehst, ist folgendes. Man hat hier einmal ein Material, was ein Blin Material ist. Dann haben wir hier Default genannt, FBX Mesh. Und das ist unser Modell, was wir bereits gesehen haben. Und dann haben wir hier noch eine 3D Transform. Das ist, falls wir nochmal die Größe irgendwie ändern wollen oder falls wir das ganze Ding animieren wollen, ist hier die Animationsdaten gespeichert in der 3D Transform. Manchmal bekommst du auch einen 3D Merge rein mit ganz, ganz vielen Nodes drin und das bedeutet einfach, dass dein 3D Modell in mehreren Gegenständen vorliegt oder mehrere 3D Modelle in dieser einen Szene liegen. Und das kann am Anfang ein bisschen komisch sein, aber glaub mir, es hilft dir, um alles ein bisschen fein tunen zu können. Also gar nicht verrückt machen lassen, erstmal mit the flow gehen und analysieren, was hier Phase ist.
Und du siehst jetzt hier schon, hier der Material Input in meinem Blind Material, der wird rot, weil der das Media In nicht findet. Und das liegt daran, dass wir hier noch keine Texture Maps angedockt haben. Aber bevor wir jetzt die Texture Maps andocken, würde ich dich bitten, einmal dein 3D-Modell zu importieren, damit du einfach mal das für dich ausprobierst, wie es geht. Such dir unter Free3D Turbo Squid den Link unter diesem Video in der Beschreibung ein 3D-Modell raus und importiere das, damit du mal für dich ein Gefühl kriegst, wie das funktioniert. Und danach verbinden wir die Texture Maps in das Material, um das Ganze zu shaden. Okay, um das Ganze jetzt zu shaden, suchen wir uns die Textures raus. Das sind 1x1 formatige Bilder, die die Textur definieren, wie das Ganze aussehen soll. Das Ding kam nämlich mit vorbereiteten Textures und die suchen wir jetzt raus und ich zeige dir mal, wie du das Ganze verbinden kannst. So, in dem Ordner, den ich mir runtergeladen habe, gab es auch einen Zip mit Textures. Und diese Texturen haben folgende Namen. Wir haben hier eine AO, eine Ambient Occlusion Node, eine Color, was unsere Diffuse Color ist, eine Curvature, die wir nicht unbedingt brauchen, eine Emission Map für die lichtgebenden Dinge, eine Metalness Map, also das definiert, wo unsere Dinge dann am Ende shiny oder metallartig sind. Dann haben wir hier eine Normal Map, in DaVinci Resolve in Fusion auch genannt Bump Map, und eine Roughness Map. Das, was wir hier eigentlich brauchen, erstmal um zu starten, ist erstmal die Color. Die ziehen wir uns hier rein und verbinden sie, wenn wir mit Alt gedrückt halten und das Ganze mit unserem Material verbinden, in die Diffuse Color. Und du siehst, unser Raumschiff nimmt erstmal grundsätzlich die Farbe an, die jetzt hier definiert ist. Also die, die auch von dem Macher des 3D-Modells so intendiert ist. Okay, aber wir haben noch mehr. Wenn wir uns mal das Ganze mit Lichtern angucken, dann siehst du, das ist noch komplett gleichmäßig. Hat keine Oberflächenbeschaffenheit. Und da suchen wir uns jetzt erstmal die Metalness Node raus und ziehen die in unsere Specular Intensity. Und da Specular Intensity in Fusion nur mit Alpha-Kanal funktioniert, suchen wir uns noch mit Shift-Space einen Lumarkier. Und jetzt, wenn wir uns das Ganze mal angucken, dann können wir mal gucken, was besser aussieht. Und in dem Lumarkier können wir jetzt quasi bestimmen, welche Ebenen reflektiv sind und welche nicht. Das siehst du sehr gut hier. Das hier reflektiert das Licht, aber diese Fläche hier nicht. Wenn ich das umdrehen würde, also hier auf Invert gehen würde, dann würde es eben andersrum sein. Dann reflektiert diese Fläche hier das Licht und das andere alles nicht. Ich klicke hier auf Invert, weil ich möchte dieses Front Panel hier schön reflektieren lassen. Um jetzt noch kleine Unebenheiten einzufügen, suchen wir uns jetzt noch die Normal Map raus oder in Fusion Bump Map genannt. Die Normal Map oder in Fusion Bump Map genannt ist immer so eine lilane Mappe. So, die Normal Map lasse ich mir mal hier auf der linken Seite anzeigen. Und diese Normal Map muss man mit einer ganz bestimmten Node verbinden, damit man die hier überhaupt reinbekommt. Und das ist die Bump Map Node. Und die möchte ich hier von Height Map auf Bump stellen. Und dann siehst du, dann kommen die ganzen feinen Strukturen raus. Und wenn ich jetzt mit Alt gedrückt halte, kriege ich hier auf einmal dieses Bump Map Material. Und du siehst, schwupps, habe ich viel mehr Oberflächenstruktur. Wenn ich das hier ein- und ausschalte, bam, habe ich viel mehr Oberflächenstruktur, die mein 3D-Modell hat. Okay, ganz kurz, wenn du keine Bump Map hast, dann kann es unter Umständen auch funktionieren, indem du einfach die Specular Map nimmst und die durch eine Create Bump Map Node durchlaufen lässt. Einfach hier, bam, rein und hier unter Height Scale das Ganze erhöhen. Und schon bekommt man etwas, was auch so in der Art wie eine Oberflächenstruktur ist. Teilweise kannst du aber auch versuchen, einfach mit einer Brightness Contrast Node, die du hier übrigens hier oben findest, von der ganz normalen Color hier reinzugehen und die Saturierung auf
0 zu stellen. Bam. Und dann hast du auch meistens eine passable Normal Map, aber die hier ist natürlich, wenn du das so siehst, ziemlich übertrieben. Aber das kannst du ja zum Glück in der Height und Scale noch ändern. Und damit haben wir das Ganze materialisiert, also dem Ganzen eine schöne Farbe und eine Oberflächenstruktur gegeben. Und das würde ich dich jetzt auch mal bitten, importiere mal deine Textures von deinem 3D-Modell und verbinde sie mit einem Material. Und keine Sorge, wenn du mit den Maps verbinden Probleme hast, das gucken wir uns im nächsten Tutorial noch an. Und wenn du jetzt hier weiter dran bleibst, dann zeige ich dir, wie man das Ganze in einer 3D-Szene animieren könnte. Okay, ich werde jetzt hier gleich ziemlich schnell durchgehen, aber wenn dir das zu schnell ist, dann schau doch mal in einem Livestream vorbei, dann können wir das nochmal ein bisschen ausführlicher machen. Also zuallererst hole ich mir jetzt hier eine Merge 3D und connecte das hier und ziehe mir die in den Viewer. Als nächstes hole ich mir noch eine Kamera 3D, damit ich das Ding überhaupt am Ende sehe. Zieh das Ding ein ganzes Stück zurück. Und ich hole mir hier eine Image Plane 3D, um meinen Hintergrund reinzukriegen. So, die hat jetzt noch gar keinen Input. Dazu hole ich mir ein bisschen Footage von Pixabay. Bam, drop that. Rein da. Und da das Ding jetzt so von Licht affektiert wird, gehe ich in die Image Plane, sage Visibility Affected by Lights gar nicht, weil das soll ja unsere Originalfarbe beinhalten. Als nächstes hole ich mir noch ein Render 3D. Und gehe von dem Merge 3D in den Render 3D. Und wir wollen hier natürlich unsere Kamera nehmen. Im Render 3D wollen wir von Software Renderer auf OpenGL umstellen und Lighting und Shadows aktivieren. Okay. Und die Image Plane, die muss auf jeden Fall ohne Ende größer werden. Da gehe ich mal in die Scale. Und wenn du dir das jetzt mal anguckst, wir haben das Problem, dass unser Flieger hinter dem ganzen Ding liegt. Das heißt, wir gehen in die Image Plane und drücken sie nach hinten in C-Space, so dass das Ding schön weit hinten ist und dann können wir einfach noch ein bisschen die Scale größer machen. Sagen wir mal 12. Okay, als nächstes möchte ich mein 3D-Objekt, also mein Raumschiff, animieren. Dazu gehe ich in die Transform 3D rein und schiebe das Ding jetzt erstmal auf Keyframe 0 so weit unter, dass es hinter der Ecke ist. Dann setze ich Keyframes bei der Translation und bei der Y-Rotation, weil ich will, dass sich das ganze Ding noch ein bisschen dreht. Gehe noch ein paar Frames nach vorne, ziehe das Ding nach oben raus, so dass es quasi über der Ecke hier, über der Kante steht. Drehe das Ganze und dann lasse ich das animieren, dass das einfach in Z-Richtung davon fliegt. Wie du siehst, ist der Verlauf hier ziemlich holprig, also sehr, sehr kantig. Das heißt, mit der Transform Selected markiere ich mir die ganzen Punkte und mit Shift-S smooth ich die so ein bisschen aus. Da sieht das Ganze ein bisschen natürlicher aus. So, und so sieht dann unser Effekt aus, wenn unser Raumschiff anfängt zu fliegen. So, aber das, was auf jeden Fall noch fehlt, ist Licht. Und hier versuchen wir mal, uns hinten den Hintergrund anzugucken, wie da die Sonne stand. Okay, wir sehen hier also, wie die Schatten liegen. Die Sonne scheint uns also ganz leicht entgegen und es ist sehr bewölkt. Also suchen wir uns ein Directional Light raus und fügen das Ganze hier in die Szene ein. Du siehst, mein 3D-Modell hier hat viel, viel stärkere Schatten und viel, viel weniger Details als die Originalszene. Und das versuchen wir jetzt mit einem Ambient Light noch ein bisschen rauszuholen. Also Ambient Light suchen wir uns raus und fügen das hier mit in die 3D-Szene ein. Und wenn wir das Ganze jetzt noch ein bisschen hochstellen, dann siehst du, wird mein 3D-Modell auch ein bisschen heller. Und dadurch kriegt das noch ein bisschen mehr Realismus und bettet sich besser in die Szene ein. Aber du siehst, es liegt immer noch auf der Kante, obwohl es eigentlich hinter der Kante sein soll. Und da bedienen wir uns einen super schönen Trick. Und zwar, wir nehmen die Kamera 3D mal hier runter, schieben das mal hoch und gehen jetzt ziehen uns jetzt eine Merge 3D hinein. Und was wir jetzt machen, wir duplizieren uns quasi die Szene nochmal, indem wir die Image Plane in eine Merge 3D geben und die Kamera ebenfalls in diese zweite Merge 3D. Jetzt kopieren wir uns mal den Renderer von hier drüben
und verbinden das. Und wir sagen hier, wir wollen keine Licht- und Schatten rendern. Und damit haben wir einfach nur den Hintergrund. So, und dann mergen wir das eine über das andere. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, einfach mit einem Polygon hier rauszumasken, wo unsere Kante ist. Und nicht vergessen, das Polygon auf Invert zu stellen, weil das soll das Ganze ja verdecken. Jetzt möchte ich noch ein was tun, und zwar Motion Blur hinzugeben. Dazu gehe ich in den Render 3D, der mein Raumschiff hat, und möchte dann hier oben im dritten Tab unter Motion Blur gehen und das Ganze auf was Schönes setzen, so wie 8 oder 5, je nachdem wie die Bewegung ist. Und du siehst, das braucht ein bisschen zu rendern, und du siehst jetzt gleich, bam, sieht das Ganze viel, viel natürlicher aus, wenn es sich bewegt. Und das Ganze von dem Merge in den Media Out. Und so einfach haben wir unser 3D-Modell in unsere Szene eingefügt. Okay, ich weiß, das war jetzt ziemlich viel, aber hey, du hast es geschafft bis zum Ende dieses Tutorials, wo wir quasi ein 3D-Modell importiert haben, das Ganze geshadet haben und dann auch noch animiert haben und in eine Szene eingebettet haben. Also, ja. Deswegen, nimm es Schritt für Schritt. Fange erstmal damit an, dein 3D-Modell zu importieren und das Ganze zu shaden. Das würde mir schon reichen. Und wenn du damit sicher bist, dann fang an, die Teile in eine Szene einzufügen. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Keine Sorge, wie gesagt, im nächsten Tutorial, was hier oben kommt, zeige ich dir nochmal ein bisschen mehr, wie Shading und Material-Anwendung funktioniert. Viel Spaß dabei. Yeah.